Hallo zum Teil 3 über unseren Dreibein Luni. Es ist heute die letzte Folge und ich möchte euch nochmal zeigen, was wir im Zentrum für Tiermobilität mit ihr geübt haben. Hier seht ihr sie beim Podesttraining. Das ist ein Würfel mit einer relativ weichen Oberfläche. Ziel war, dass sie hier drauf hüpft und das Bein oben direkt stabilisiert. Auch das haben wir mit Hilfe gemacht am Anfang. Hier habe ich sie jetzt einmal alleine machen lassen, um zu zeigen, dass sie auch da schon deutlich stabiler ist. Man sieht, sie knickt ein klein bisschen noch weg, aber nichts mehr im Vergleich, wie es am Anfang war. Hier seht ihr eine zweite Übung, eine von vielen, die wir gemacht haben. Ich gebe hier mit der Hand, die man hier auf der rechten Seite sieht, einen Druck auf den Ball. Und mit der anderen Hand stabilisiere ich das Bein. Ich möchte hier einen physiologischen, also einen dem normalen Bild entsprechenden Bewegungsreiz bieten für das Gelenk, damit sich die Gelenkstrukturen gut ausbilden und eben achsengerecht ausbilden an der Stelle. Hier seht ihr die Luni beim Unterwasserlaufbahntraining. Wir unterstützen sie hier so ein bisschen am Geschirr, weil sie sich am Anfang wahnsinnig schwer getan hat. Wir wollten das Training machen, um einfach noch mehr Ausdauer, mehr Kraft zu trainieren. Und sie hat es dann sehr schön gemacht und hier sieht man, sie läuft hier schon komplett frei. Wir locken sie mit dem Leckerli. Sie hat keine Angst vor Wasser, sie ist ja ein Labrador-Mix, sie fand es ganz schön und das Abtrocknen danach war das absolute Highlight für sie.